Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für Vegetinan zurück bei Let's Play. Ni no Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Nun können wir endlich das Bündnis mit Quastenfloss eingehen. Ja, auch im letzten Part mussten wir gegen den Wächter Königin antreten, weil mal wieder dieser Hanma sich einmischen musste. Ja. Aber gut, jetzt steht uns nichts mehr im Weg vor dem Bündnis des Königreichs, zumindest für die Zeit, wie es noch bestehen kann, weil es ist ja eigentlich ein König, das schon hätte untergehen sollen, aber durch einen Zauber, es ist praktisch in der Zeit stehen geblieben, so dass das Königreich niemals unterging und oh je, yeah. Das erklärt auch die ganzen Regeln. Aber wie erklärt es das bitteschön, dass die nicht gealtert sind, weil die sind über 300 Jahre alt? Naja. Vielleicht hängt das auch wirklich damit zusammen. Aber wenn dann jetzt wirklich... Die beiden sollen ja jetzt... Also sie und Cecilius sollen ja heiraten. Also wollen ja jetzt heiraten. Und wenn sie das machen, ist der Zauber vorbei. Dann wird das Königreich untergehen. Und dann werden sie wahrscheinlich auch... sterben dadurch. Weil sie ja doch nicht länger als 300 Jahre leben können, oder? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich ja auch was missverstanden. Gut, lass uns beginnen. Ich bitte um den Vertrag.約束を結んだ間柄だ。何かあったらこの国を頼るがいい。セシリーのことよろしく頼んだぞ。期待しているぞ、セシリウス。ええ、お任せください。これからよろしくお願いします。うん、よろしくね。ホメディアス女王をハムナルの魔の手から解放したエヴァ。紆余曲折を経て 一行はシーラザラカンと同盟締結を果たした。新たな仲間セシリウス・フォーセルの加入によってエスタバニアはさらなる発展を遂げるだろう。恋が禁じられているなんて、 そんな国もあるんだね。でもその国から僕は国を守りたいっていう強い意志を学んだ。自分を犠牲にしても誰にもそれが認められなくても女王は国を守り続けたんだ。女王やセシリウスに出会えてよかった。<笑>だけど君の進む先には まだまだ君が学ぶべき人が現れるんじゃないかな。うん、分かってる。もっと強く大きくなりたい。そうだね。まだ今の君は成長の途中だからね。エヴァン、早く大きな存在になった君と会いたい。そうなった君と会えることが僕の何よりの楽しみなんだ。 そっか、そうなんだ。<笑>それだけ君には注目してるってことさ。それじゃあね、エヴァン。うん、またね。僕の発明は世界一だからね。 魔導融合炉必ず完成させてみせるぞ。<笑>ムサカ様。<笑><笑>たとえ全てを犠牲にしようともね。<笑>
第6章、栄光の奇跡。恐れながら。Was war das jetzt für ein verrückter Typ? Hier gibt es also doch Computer in dieser Zeit, also ist das nicht bloß in... Also... Anscheinend, also wenn ich das richtig sehe, gibt es ja doch so eine Art Technologie. Anscheinend ist das nicht komplett aufs mit... Spielt das doch nicht im Mittelalter? Oder, naja... Es ist halt... Man weiß es nicht, in welcher Zeit das wirklich spielt oder in welchem Zeitalter. Aber gut, muss nicht sein. Ich freue mich, euch auf eurer Reise begleiten zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, euch als Geheimrat von Quastenfloss mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dein Wissen und deine Erfahrung als Geheimrat wird sicher von großem Nutzen sein. Ich ernenne dich zum Vizekanzler. Dann bist du Roland direkt unterstellt. Wie ihr wünscht, Majestät. Auf gute Zusammenarbeit. Ich zähle auf dich. Es ist Zeit für eine Lagebesprechung. Welches Land ist der nächste Kandidat für unser Abkommen? Es bleiben Mechbaum und Katzbuckel. Ihr sollt mit Mechbaum weitermachen. Du hast wahrscheinlich recht. Aber Mechbaum liegt doch auf der anderen Seite des Meersprungs, oder? Was ist ein Meersprung? Oh, wisst ihr das etwa nicht? Der Meersprung ist ein Riss, der sich durch das Meer zieht. Vor langer Zeit erschien ein Dämon, der die gesamte Welt erheben ließ und so den Meersprung erschuf. Durch ihn wurde das Weltmeer in das innere und das äußere Meer geteilt. Mechbaum liegt im Bereich des äußeren Meers. Ich verstehe. Und mit einem Schiff können wir diesen Meersprung wahrscheinlich nicht überwinden. Wenn unsere Schiffs Schwalbatrosse doch nur so weit fliegen könnte, dann wäre das kein Problem. Wovon redet ihr? Mit unserem Schiff können wir den Sprung doch einfach überspringen. Ah. Oh. Hätte nicht gedacht, dass du der Typ für solche Scherze bist. Nanto. Ihr wisst also auch nichts von der Sprungmaschine für Schiffe? Verzeiht. Uns aus Quastenfloss ist es etwas selbstverständlicher. Ich dachte, jedermann wüsste davon. Eine Sprungmaschine? Kann die auch unser Schiff einbauen? Ja. Ich kenne mich ganz gut mit dem Mechanismus aus. Haben wir einen Schiffszimmermann und das entsprechende Institut, dann dauert der Einbau auch nicht allzu lang. Ich verstehe, wir brauchen ein Institut für Seefahrtstechnik. Habe ich, glaube ich, schon eingebaut, ne? Alles klar. Ich glaube, da habe ich dazwischen so ein Institut erstellt. Schauen wir mal, ob die Königskasse wieder voll ist. Oh ja! Und kann wieder was gebaut werden. Okay, Nebenquests gibt es ja keine. Ich will gerade davon reden. Schauen wir mal, ob sich hier neue Talente melden. Noch jemanden. Oder zumindest eine Nebenquest schon mal unter Garantie. Da ganz oben. Wie viel Geld haben wir jetzt aktuell? Ach, das reicht immer noch nicht. Wo kriegen wir das Geld noch dafür her? Mal sehen, ob uns das nächste Talent dabei weiterhelfen kann, an mehr Geld zu kommen. Das wir hier anwerben könnten. Großen Wuffelplatz. Na denn. Hallo? Hey Bobby, du bist Fremde, oder? Und du kommst viel rum, nicht wahr? Ja, kann man so sagen. Aha, und du bist vertrauenswürdig, ja? Ja, ich glaube schon.
Dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Ich möchte, dass du etwas besorgst, das Colorado nicht gibt. Etwas, das es in Colorado nicht gibt? An Rotznase, wie du weißt, das wohl nicht. Aber Colorado ist berühmt für sein äußerst scharfes Gericht. Tag ein, Tag aus immer nur scharfes Essen. Oh je, jeden Tag nur scharfe Dinge zu essen, ist bestimmt hart. Unglaublich, oder? Es ist ja nicht so, dass alle Bewohner Colorados scharfes Essen mögen. Es gibt auch Leute, die lieber süßes Essen mögen, zum Beispiel ältere Männer wie ich. Ich verstehe. Also ich sollte dann jetzt etwas Süßes für dich suchen. Oh ja, etwas, das ich schon seit Jahren gerne essen würde. Ist die Roswelder Pink, eine pinke Torte aus einem Fernland, kannst du die mir bringen? Auf deinen Reisen wirst du die doch so irgendwo finden. Bitte bring mir eine, wenn du sie hast. Dass diese sich machen. Aber es wäre schneller, wenn du es selber gingest? Nee, das ist ausgeschlossen. Meine Familie weiß nicht, dass ich verrückt nach Süßen bin. Ich würde auf jeden Fall verhindern, dass mein Umfeld davon erfährt. Bitte erfüll meinen Wunsch. Ich werde auch belohnen. Aha. Okay, da bekommt man nur eine Belohnung für den. Roswelder Pink. Na gut. Süßes Geheimnis. Aber psst. Vielleicht kann ich in Minneapolis sowas herstellen? Ich habe ja viele Rezepte bekommen dazwischen. Und ich habe auch viel Zutaten dazu. Okay, der hat neue Aufträge. Puppendoktor. Pritzmatzel. Matze. Ominöses Fleisch. Rote Watte. Ein paar dreierlei Teigtaschen. Das müssen wir uns erstmal herstellen. Fallmöhren haben wir. Schuppenleder. Stimmt, wir können nur zwei Aufträge gleichzeitig. Gleichzeitig ausgewählt haben. Oh, er hat neue Talente. Der junge Jäger. Oha. Boah, da braucht man schon viele Münzen für diese Typen. Metall. Alkoholiker, kochende Jägerin. Dafür fehlt wieder eine Einheit. Da gibt es wirklich einiges an Belohnungen. Verrückte Carbon-Knarre. Alter. Der Gärtner im Wald. In Nürswald. Quastenfloss. Hauptsächlich jetzt in Quastenfloss müsste ich, Leute. Anreden. Okay, dann schauen wir mal, ob ich noch Aufträge erfüllen kann. Absurde Pilze. Dieses Harz. Da bekomme ich mehr Münzen. Nur her mit den ganzen Treumünzen. So, und da habe ich noch einen Auftrag, den ich erfüllen kann. Alter! Ja, höchstens die beiden habe ich noch zu erfüllen. Ominöses Fleisch und dreierlei Tagtaschen, das muss ich erstmals herstellen. Damit bekomme ich genug Münzen zusammen, um die ganzen Talente anwerben zu können. Perfekt. Sehr schön. So. Jetzt tun wir das auch noch hinzu. Oha.
So, Roswelder Pink. Wo kriege ich das? Ja, am besten nach Minneapolis gucken. Vielleicht kann ich da was erstellen. So, wo ist denn unser guter Koch? Da ist er. Haben wir leider nicht. Wir müssen jetzt eine Gemüsesuppe herstellen. Haben wir noch Teigtaschen irgendwo? Oh, sehr schön. Karpfen. Ein Backfisch. Cappuccino. Oho, wir steigen auf, die Kochkünste. Da, drei Teigtaschen. Was? Ernsthaft? Ich kann nicht noch mehr herstellen. Shit. Fehlt noch ein paar Pleistoschwämme. Ach, wo krieg ich die bloß her? Tja. Dazu müsste ich ein paar Talente einstellen bei diesen bestimmten Einrichtungen. Ja gut, das mit der Torte kann ich erstmal vergessen. Aber hey. Immerhin gibt es weitere Talente, die ich einstellen könnte. So, aber vorher müsste ich noch was anderes herstellen. Ah genau, Accessoires. Rüstung und Accessoires hier. Der Mastrobe geht auch schon mal. The Must Slipper. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt schon 25 dann haben werde. Ah, sieht aber ganz gut aus. Dunkeltalisman geht zum Beispiel auch schon. Puh, haben wir sonst noch was hier? Gut, dann ziehen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ja! Ha! Wir haben es geschafft! Da nichts wie hin. Zurück. Nach Hafina. Bericht erstatten. Dass er sich auch unserem Dorf anschließt. Dorf. Unserer Stadt. Da haben wir auch noch ein Talent. Ja. Wenn das mal nicht Evan ist, die Leute dieser Stadt stehen tief in deiner Schuld. Stimmt, in Ordnung. Wir haben dabei auch einen guten Schiffsmann gefunden. Matthias nicht war ein fähiger Mann, aber trotzdem sein altes ist er manchmal sehr leichtsinnig. Behalte ein bisschen im Auge. Haha, danke für den Hinweis. Noch besser war, ja, wenn du dich auch Dienst um das Land begeben würdest. Danke fürs Angebot, aber das ist nichts für mich. Ich muss hier bleiben und warten. Auf was wartest du denn? Auf meinen Vater, der ist schon vor Jahren in See gestochen. Ist sich irgendwo verreckt, passiert den meisten Seeleuten da. Mir nichts vor. Er soll auf seiner Route auch irgendwo einen riesigen Sturm gegeben haben. Ich hätte nur das Gefühl nicht bloß, dass er eines Tages wieder zurückkehren könnte. Du kommst doch ziemlich in der Welt herum, richtig? Wenn, falls du nur meinen Vater triffst, sagst du mir Bescheid? Ja, selbstverständlich. Weißt du auch, wohin er wollte? Ich glaube, er wollte in die Wüstengefilde. Tut mir leid, dass ich euch lasse, dann danke. Die Wüstengefilde? Ja, da brauche ich schon einiges an Level. Gut. Der Geist eines Zimmerers.
Was ist mit dir? Nein, ich will sterben. Was? Wieso ein Stern, guter Mann? Der Verfluchte vom Gimli sind schuld, die fatalen Überspuren, die leckeren essbaren Pilze verdorren lässt. Wenn es keine Pilze mehr gibt, bedeutet dies auch das Ende für mich. Was soll ich denn sonst essen? Pilze sind doch das Einzige, wofür es gibt, dieser Welt zu leben lohnt. Ist nicht etwas übertrieben? Es gibt doch für anderes Leckeres, aber gut, ich will natürlich auch nicht, dass die Pilze aussterben. Wie kann ich dir helfen? Du musst den Oberfunk ausschalten. Eine andere Lösung gibt es nicht. Bitte, wenn du klein siehst, wird er dich sicher zu seinem Anführer führen. Sei aber vorsichtig, diese Viecher, die Sporen sind nicht zu unterschätzen, aber du schaffst schon. Ich glaube an dich, rette die Pilze. Ich soll also einen kleinen von Gimli fangen, damit der Führer der von Gimli springt, richtig? Genau, das schaffst du, oder? Du findest den sicher im Narrenwald. Mich bringen da keine Zimpferde hin. Aber du, ja, du bist der Auserwählte, der Pilzklein in den Hintern treten wird. Davon bin ich überzeugt. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Mach sie alle. Okay, ist eine normale Nebenquest, also im Narrenwald. Dubiose von Gini. Gut zu wissen. So, mehr ist da nicht. Ah ja. Aber ich muss diesen Schuhmacher finden. Oh. Wo war da nochmal? Da drüben, ne? Ja. Sein Dümpers hat sich 25 verschiedene Arten von Rüstung und Accessoires entwickelt. Und möchtest du zu uns kommen? Sehr gerne, ich werde dich unterstützen, ja, wo ich kann. Danke, du wirst es nicht bereuen. Geil! Weiteres Talent. Sehr schön. Also gut, dann müssen wir jetzt noch... Schauen wir jetzt mal nach Nirswald. Gibt es auch jemanden? Vielleicht auch noch mehr. Nein, ist nur der eine hier. Ah, passt schon. Ich freue mich über jeden, den ich hier... finden kann. So, wo hält er sich denn auf? Drin bei Nürr? Wo ist denn der Junge? Ich glaube, da habe ich ein bisschen... Ach. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Hier muss ich lang. Da ist der Junge. Hallo. Majestät, seid ihr es? Ich bin Henry. Ich war Schlossgärtner in Katzpuckel. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Ich habe mich damals Kutsche versteckt und bin entkommen. Ich wollte die schnelle neue Heimat finden, aber die Flora des Waldes ist so interessant, dass ich mich jetzt noch von ihm verabschieden konnte. Was? Ihr bietet mir eine Arbeit an? Das macht mich wirklich glücklich. Euer neuer Schlossgarten wird großartigst und breit sein. Ich werde ihn mit Freude nach euren Wünschen herrichten. Sehr schön. Solche Sorgen, Katzbuckel, seit ihr fertig fort bin, bis den anderen wohl geht. Ihr habt sicher eine Menge Dinge um die Ohren. Ich werde euch unterstützen, wo ich nur kann. Dankeschön. Sehr freundlich. Geil. So, das heißt noch, beim Versteck der Luftpiraten gucken wir noch und dann schauen wir nochmal zurück zu Quastenfloss, da warten die meisten auf uns. Okay, da ist niemand. So, da sind wir. Da warten alle auf uns. Alle Talente. Angefangen mit ihm hier. Fritz. Ach, das ist doch dieser Trunkebold. Der ist ein Talent. Bist du nicht dieser berühmte Samariter? Sehe schon wie ein gutmütiger Kerl aus. Du hast mich selbst in meiner Jugend. Was hast du etwas mit mir zu besprechen? Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Du willst mich rekrutieren, oder? Warte, dann wird's. Du meinst das ernst? Doch viel Talent. Der Mensch als mich. Gut, dann soll ich zumindest dafür sorgen, dass du nicht bereust.
geil! Fritz. Der Tätis Waffenherstellung, immer her mit den Aufträgen. Ich find's immer noch kurios, dass einer wie du König ist. Na dann, zeig mir all dein Königreich. Ja, dann einfach nur nach Minneapolis mit dir. So, und jetzt der nächste. Da. Beziehungsweise die nächste. Hallo. Oceana. Komm, was darf ich dir bringen? Oh, du bist nicht zum Essen hier? Du scheinst ja ganz schön in der Stadt rumzukommen. Ich habe gehört, wie du uns unter die Arme greifst. Du bist ein wirklich herzensguter Mensch. Vergiss nicht, dich Zeit zu Zeit beim Zeit auszuruhen. Aber was rede ich? Ich koche. Berge auch für andere. Wie du möchtest, dass ich mit euch komme? Ich fühle mich ganz geehrt. Deine Motivation ist fast ansteckend. Gut, warum eigentlich nicht? Ich werde dir an der Front zur Seite stehen. Dann kannst du Ruhmkünste bewundern. Sehr gern. Oh yeah. In deinem Land gibt es doch sicher auch Zutaten, die es hier nicht gibt. Oh, ich habe schon einen Kaulquappen im Bauch vor Aufregung. Ich kann es kaum erwarten. Gehen wir gleich los. Level up. So, wo sind die nächsten? Da fehlen ja noch welche. Oh, was zum Teufel? Das ist ein richtiger Haufen. Auch innerhalb des Palastes. Na denn. Gehen wir auch mal zurück zum Anlegeplatz. Da sind auch ein Haufen Aufträge. Wahnsinn. Aber gut. Das muss man halt noch durchmachen. Ja, die Gulden steigen und steigen, das ist sehr schön. Je mehr Aufträge ich erfüllen kann, desto besser. So. Oh nein, 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 ich bin geliefert. Okay, das ist nur ein normaler Auftrag. Was ist los? Warum bist du so aufgewühlt? Willst du es wirklich wissen? Na gut, ich hoffe, sie nicht in ein Schonbezirk gefischt. Was ist ein Schonbezirk? Ein Gebiet, in dem das Fischen verboten ist. Ah, verstehe, das geht ja mal gar nicht, Mann. Ja, ich weiß. Dazu kommt noch, dass mein Angelhaken ins Meer gefallen ist. Seitdem verfolge ich mich dieser Frau immer zu. Hui, da hat jemand auf den Kieker. Ich wollte mich ja entschuldigen, aber ich konnte nicht. Könnte mir Gefallen tun und mal nachsehen, ob sich ihre Laune gebessert hat. Aber danach entschuldigst du dich, klar? Ja, selbstverständlich. Ich will, dass alles endlich vorbei ist. Wir helfen dir, aber nur dieses eine Mal. Vielen Dank, ich bin dir zutiefst verbunden. Die Argfrau von der aus der Nähe vom Fischeparadies. Außerdem trägt sie hellgrüne Kleidung, glaube ich. Also ich danke dir nochmal für deine Hilfe. Kein Problem. Antifrost-Talisman. Ja, tun wir die gleich auf schwarze Brett. Dann finden wir die schnell, schneller. So. Okay, mit dem können wir nicht quatschen, der angelt einfach nur. So, aber mit ihm hier. Ja. Hey, ich habe vom Buchwarter gehört, dass du Retter der Not bist. Dass du mich rekrutieren wirst, beweist deine Menschenkenntnis. Mit dem Bogen macht man keine so schnell was, aber ich interessiere auch andere Techniken, deshalb kann ich fremde Länder bereisen, dort lernen. Und da hat mir der Buch dein Land erzählt. Das wäre doch was. Dein Land könnte ich auf jeden Fall für Techniken anderer Länder lernen. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich auf diesen Tag gefreut habe? Ich will auf jeden Fall dein Königreich. Ich bin zwar noch jung, aber ich kann kämpfen wie ein Mann. Und irgendwann werde ich allen zeigen, was ich drauf habe. Eine weitere Bogeneinheit. Cool. Du bist der Erste, der mich richtig ernst nimmt. Danke, Evan. Ich werde keine Beute entwischen lassen und ich halte dir Rücken frei. Yo. So. Es gibt noch einiges zu tun hier. Puh. Aber Leute, es schmerzt mich zwar da zu unterbrechen, aber im nächsten Part werden wir dort weitermachen. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, dieses Bestimmung, sei es Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh, your crush wurde wirklich hinein. Bis diesen Part von Let's Play. Ni no Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Also, Wiedersehen und Tschüss, Leute!